In der Schule hast du bestimmt schon mit einem Kartoffelstempel ein Küchentuch bedruckt, nicht? So kannst du dir auch den Arbeitsvorgang beim Holzschnitt vorstellen, nur dass du eben das Bild nicht in eine Kartoffel, sondern in Holz einritzt. Die Holzplatte wird dann mit Tinte überzogen und auf ein Blatt Papier abgepresst. Je nachdem, wie viel Tinte benutzt und wie fest gepresst wird, entsteht ein variiertes Bild des gleichen Motivs. Albrecht Dürer wählte für seinen Holzschnitt einen sehr speziellen Teil der Bibel. Seine Holzschnitte erzählen vom letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Die Legende erzählt, dass Johannes auf der Insel Patmos eine Vision, also einen Traum hatte. Und was für einen! Er hat geträumt, dass die Welt untergehen würde. Engel würden auf die Erde kommen und alles Böse zerstören und das Gute retten. Auf unserem Bild siehst du vier Engel, die mit ihren Posaunen die verschiedenen Katastrophen ankündigen. Was für ein Durcheinander auf dem Bild. Rechts im Bild fällt Hagel mit Feuer und Blut herunter und steckt die Stadt im Hintergrund in Brand. Links stürzt der feurige Berg ins Meer, sodass Boote und Schiffe in Seenot geraten. In der linken unteren Ecke fällt ein Stern in den Brunnen, der das Wasser bitter macht. Die vierte Posaune bringt die Finsternis über die Welt. Was für eine gruselige Geschichte. Was für ein Traum.